Kristalline Architekturentwürfe, intergalaktische Luftkolonien, mechanische Flugkörper, aber auch Sternenhimmel, Berglandschaften und Möbelentwürfe. Das Gesamtkunstwerk des Expressionisten Wenzel Hablik ist überbordend in seiner Vielfalt und noch viel zu wenig entdeckt. Das Kunstforum Hermann Stenner widmet dem Maler, Gestalter und Architekturvisionär Wenzel Hablik eine große Retrospektive. Über 240 Werke, Gemälde, Zeichnungen, Radierungen, aber auch Objekte wie Möbel und Alltagsgegenstände zeigen das Werk dieses grandiosen Künstlers, das heute vor allen Dingen im Wenzel-Hablik-Museum in Itzehoe aufbewahrt wird. Und so ist unsere Ausstellung auch in enger Zusammenarbeit mit dem Wenzel-Hablik-Museum und der Wenzel-Hablik-Stiftung entstanden. Die großbürgerliche klassizistische Wohnarchitektur des Kunstforums Hermann Stenner bietet den idealen Rahmen, dieses Werk opulent auszubreiten. Das Besondere an dem Werk von Wenzel Hablik ist, dass er sich mit dem All, dem Kosmos, auseinandersetzt, genauso wie mit dem Alltag, mit Alltagsobjekten, Designobjekten. Und so zeigt unsere Ausstellung das ganz breite Spektrum dieses Künstlers, der den wunderbaren Satz formuliert hat: Muss ich schon an der Erde kleben, dann doch nicht mit dem Hirn. Hablik wird 1881 im westböhmischen Brüx, dem heutigen Most, in Tschechien geboren. In Wien, Zentrum des Jugendstils und der Wiener Werkstätten, studiert er nach seiner Tischlerausbildung von 1902 bis 1905 Malerei, Schriftgestaltung und Heraldik an der Kunstgewerbeschule und sammelt erste Erfahrungen als Zeichner von Stoffentwürfen für eine Möbelfabrik. Deutlich von der Buchkunst des Jugendstils geprägt sind seine Entwürfe für ein Knabenbilderbuch. Seit Beginn seines Studiums zeichnet Hablik Gesteinsproben und Kristalle, die sich in seiner Fantasie zu Märchenschlössern auf unzugänglichen Berghängen ausformen. Heute gehören sie zu den frühesten bekannten Entwürfen kristalliner Architektur in der europäischen Kunstgeschichte. Sie markieren den Anfang von Habliks späteren Architekturentwürfen. Der Zyklus schaffende Kräfte führt Habliks Ideen von der Verbindung des Schöpferischen in der Natur mit denen des Künstlers zusammen. Die schaffenden Kräfte markieren Habliks erste Ausstellungserfolge. 1908 bei der 16. Ausstellung der Berliner Sezession und 1912 in Herbert Waldens Avantgarde-Galerie Der Sturm in Berlin. Als Student an der Kunstakademie in Prag von 1905 bis 1907 kommt Hablik mit dem Expressionismus in Berührung, der sich in seinem pastosen Farbauftrag und einem gestischen Pinselschwung niederschlägt, sowie in einer von Vincent van Gogh und Edvard Munch inspirierten Motivik. Nachdem der aus dem Erzgebirge stammende Hablik zunächst von der Bergwelt fasziniert ist, wird das Meer mit seinen Naturgewalten zur nächsten wichtigen Inspirationsquelle. Die dräuenden Wolken, die schäumende Gischt und die sich überschlagenden Wellen sind Ausdruck seines Erlebens und des Wahrnehmens mehr als des Gesehenen. Doch trotz aller Expressivität lassen sie in ihrer ornamentalen Gestaltung der Wellen und Wolken sowie ihrer großflächigen Formen die Herkunft aus dem Dekor des Jugendstils aufscheinen. Wie ein Zukunftsmärchen erscheint der 2x3 Meter große Sternhimmel von 1913, der von der zeitgenössischen Astrofotografie mit ihrer Möglichkeit, erstmals Spiralnebel abzubilden, ebenso inspiriert ist wie von der utopischen Literatur Jules Vernes und Paul Scherbarts.
Wenzel Habligs Mäzen, der Holzgroßhändler Richard Biel, der ihn 1907 nach Itzehoe holt und ihm Aufträge für Innenraumgestaltungen verschafft, ermöglicht dem Künstler 1910 eine dreimonatige Reise, die ihn über Italien und Griechenland in den Orient führt, so auch nach Konstantinopel, das heutige Istanbul. Fasziniert von der multiethnischen Bevölkerung wie von der Formenvielfalt der orientalischen Gestaltung, entwirft er Kuppelräume in gigantischen Ausmaßen, die er als Schautempel einer zukünftigen Gesellschaft versteht. Im 1919 wird Hablik Mitglied der logenartigen korrespondierenden Gemeinschaft Die Gläserne Kette. 12 Künstler hatten auf Einladung von Walter Gropius an der Ausstellung für unbekannte Architekten des Arbeitsrats für Kunst teilgenommen. Hablik ist nun mit Architekten wie Gropius, Bruno Taut, Hans Scharoun, Hans und Wassily Luckart in regen Austausch. Realisiert werden von den tollkühnen Architekturentwürfen der Gläsernen Kette keine. Doch Hablik fasziniert die Utopie, aus den Trümmern des Kaiserreichs und des verlorenen Weltkriegs moderne Kathedralen zu erbauen. Mit der Handweberin Elisabeth Lindemann lernt Hablik eine kongeniale Partnerin kennen, mit der er nach seiner Orientreise immer enger zusammenarbeitet, um seine Innenraumgestaltung auch mit selbst entworfenen Möbel- und Vorhangstoffen, Wandbehängen und Decken auszustatten. Hablik und Lindemann heiraten 1917, bekommen 2 Töchter und intensivieren ihre produktive Zusammenarbeit im Bereich Textil und Mode. In den 1920er Jahren tritt die Entwurfstätigkeit von Textilien, Metallarbeiten, Schmuck und anderen Gebrauchsgegenständen zunehmend in den Vordergrund der künstlerischen Arbeit. Im Sinne des Gesamtkunstwerks sollen sie die Einrichtungen der Innenräume vervollständigen. So gibt es Objekte, deren Funktion sich erst auf den zweiten Blick erschließt, wie die der Saturndose, die als Bonbonniere genutzt wurde, aber auch rein dekorative Objekte wie der große Falke aus dem Jahr 1923. Diese Arbeiten stellt Hablik gemeinsam mit Produkten der Handweberei Hablik-Lindemann auf der Grassi-Messe in Leipzig erfolgreich dem Publikum vor. Bis 1928 entstehen im norddeutschen Raum 16 Innenraumgestaltungen, mit denen Hablik einen grundlegenden Beitrag zur Moderne leistet. In ihrer Originalität und Konsequenz stehen sie auf Augenhöhe mit vergleichbaren Projekten von Bruno Taut oder Gerrit Riedfeld. 1923 gestaltet Hablik das Esszimmer seines Wohnhauses mit außerordentlicher Radikalität zum Gesamtkunstwerk aus. Der Landesdenkmalpfleger und Kunsthistoriker Albrecht Bartel bezeichnet es als eine der differenziertesten Raumgestaltungen dieser Zeit, als fantastisches, hypermodernes Metropolis. Das Esszimmer, in dem wir heute stehen, ist ja 1923 entstanden, die Wandbemalung vor allen Dingen. Hablik hat aber in den Jahren zuvor schon verschiedene extravagante Raumkonzepte ausgeführt für verschiedene Auftraggeber. Anfangs war es so, dass vor allen Dingen das Möbeldesign als Ausstattung diente, um diese Räume einzurichten. Hinzu kamen natürlich die Textilien der Weberei und Kunsthandwerk. Über die Jahre hinweg war es Hablik aber dann nicht ausreichend, nur die Ausstattung zu gestalten, sondern er hat dann damit begonnen, die Wand- und Deckenflächen mit zu gestalten. Und als dann Gäste das Haus Hablik besuchten, hat sie eigentlich eine Experimentierstube des Expressionismus erwartet. Im Zuge der neuen Sachlichkeit beginnen sich Habliks Räume ab Mitte der 1920er Jahre zu leeren. Die Möbel werden schlichter, die Wände heller und glatter, die Fensteröffnungen größer und die Schränke fast unsichtbar eingebaut.
Offenheit und Transparenz ersetzen nun die bisher vorherrschende Farbenpracht und Opulenz. Im Sommer 1933 legt er Hand an die Gründerzeitfassade seines Hauses und lässt das wilhelminische Dekor abschlagen und den Raumkörper durch klare, knappe Kanten strukturieren. Der Garten wird terrassiert, ein kleiner Kinderpool quadratisch streng angelegt, der grüne Dschungel aufgeräumt. Hablik selbst kann sein erstes eigenes Bauvorhaben nur kurz genießen. Er verstirbt 1934 mit nur 52 Jahren an Krebs.